Also eigentlich haben wir angefangen, Musik zu machen vor ein paar Jahren. Mark und ich haben zu dieser Zeit Musik gemacht für Theater und Kunstinstallationen, audiovisuelle Installationen. Und vorher haben wir in Rockbands gespielt, hatten es ein bisschen satt davon und wollten eigentlich dann mal was mit elektronischer Musik machen. Bei den Theaterstücken und Installationen, da war einer dabei, da haben wir uns sehr viel mit Industriegeräuschen beschäftigt. So wie dort beispielsweise haben wir uns rumgetrieben und dann Samples aufgenommen und von Kühltürmen und von allerlei Scherben und so weiter und haben damit unsere Beats gemacht. Das Klangliche, sagen wir mal, Songwriting selbst wird natürlich eher auf den Instrumenten gemacht, aber wir haben da halt eine Doppelrolle, also gleichzeitig Sounds zu suchen und zu finden in Dingen, die uns wichtig oder authentisch erscheinen und die dann zu benutzen. Dann brauchten wir irgendwann auch einen Bassisten, damit es live besser klappt. Und so haben wir dann halt Mike gefunden. Für mich war es was ganz Neues, weil ich eher auch so in Rockbands gespielt habe und eher so klassische Sachen halt mit Schlagzeug, also so wie es halt normal ist. Und es war eine neue Erfahrung mit elektronischen Drums zu spielen, aber eine sehr gute Erfahrung, weil der spielt immer richtig und man. Nein, also ich persönlich habe sehr viel gelernt, mit ihnen zu spielen und es eröffnet neue Wege eigentlich. Ich glaube, da gibt es ein paar davon. Einer davon war ganz sicherlich, als wir am Italia Way Festival teilgenommen haben im Juli vor 2 Monaten, als wir in einem Stadion spielten eigentlich, zusammen mit Bands wie Placebo und Kraftwerk, was eine super Erfahrung war, weil alles gut geklappt hat. Der Sound war super, die Leute haben auch sehr gut reagiert und für uns war es halt schön, so eine eigenartige Musik eigentlich auch in wirklich Mainstream oder breit gefächertem Publikum eigentlich vorzustellen. Und das hat uns sehr gut gefallen. Also ich glaube, das war einer der Highlights bis jetzt. Zukunftspläne, da haben wir eine ganze Reihe, glaube ich. Wir haben zuerst ein Programm durchzuziehen, das schon ein bisschen steht. Also Konzerte, die wir schon anliegen haben. Eins in Mailand, wahrscheinlich noch zu bestätigen, im Oktober. Und eins in Luxemburg beim Sonic Visions Festival. Die haben wir sicher noch. Und ja, danach werden wir von den Konzerten hier wahrscheinlich eine kleine Pause einlegen. Dass wir jetzt ein Album ma machen können, wirklich ein Longplayer. Und deshalb müssen wir eigentlich zurück ins Studio und dann eine Zeit lang verbringen. Nächsten Sommer sind wir ganz sicher wieder da mit Gigs, das ist klar.